Das Haus selbst wurde zwischen 1886 und 1888 erbaut. Es lebten eine ganze Reihe von jüdischen Familien in diesem Haus. Meine Eltern zogen mit mir und mit meinem Bruder 1938 hier ein, sodass ich schon seit über einem halben Jahrhundert in diesem Haus wohne. Sie sehen, das ist natürlich ein ziemlich herrschaftliches Haus. Es war so ein Haus für gut situierte Mittelschichtsmenschen. Die Wohnungen waren meistens ungefähr 300 Quadratmeter groß mit 8 Zimmern für Personal. Und es lebten, wie gesagt, mehrere jüdische Familien, auch hier auch ein bekannter jüdischer Arzt, Dr. Simon, hier in der ersten Etage, der viele Menschen behandelt hat und von dem auch noch Menschen über ihn sprachen, dass sie von ihm, also alte Menschen, die mir erzählt haben, sie sehr gut von ihm behandelt wurden. Einige konnten sich Gott sei Dank retten. Was heißt, konnten sich retten? Sie konnten rechtzeitig emigrieren ins Ausland. Andere, wenige, wurden verschleppt und sind in den Vernichtungslagern praktisch getötet worden, dort gestorben. So ein großes Haus mit so vielen Wohnungen war natürlich, kann man sagen, ein kleiner Mikrokosmos. Eine Welt für sich, wo viele Menschen ihre eigenen Schicksale hatten. Dies war also eine Synagoge und gleichzeitig eine Lehranstalt. Aber nicht nur dieses Gebäude ist ein ganz historisches, ein historisches Gebäude, sondern gegenüber ist die Rutschbahn. Und dieses Haus dort zum Beispiel war ein sogenanntes Judenhaus, von dem es etwa 70 in Hamburg gab. Die Nazis haben nämlich dafür gesorgt, dass in Judenhäuser, dass die Juden nachher, Anfang der 40er Jahre, in diese Häuser ziehen mussten, weil es dann einfacher für die Nazis war, die armen Menschen aus diesen Häusern dann zu deportieren. Ich habe hier zum Beispiel ein höchst interessantes Buch von 1991, ehemals in Hamburg zu Hause, Jüdisches Leben am Grindel. Dies war ein Begleitband zu einer bekannten Ausstellung, die 1991 in der Talmud Torah Schule in Grindelhof gezeigt wurde. Seitdem gibt es zahlreiche Publikationen zu jüdischem Leben am Grindel von verschiedenen Autoren, unter anderem auch von mir. Dieses Buch Hier lebten sie miteinander beschäftigt sich im Wesentlichen mit Schicksalen jüdischer Menschen, die hier gelebt wurden. Das habe ich 1994 veröffentlicht. Aber es gibt zahlreiche andere Publikationen und Forschungen zu diesem Thema, Gott sei Dank kann man sagen, sodass man heute sagen kann, zu diesem Thema gibt es sehr viel Literatur von allen möglichen Autoren, speziell eben zum jüdischen Leben hier am Grindelviertel. Wir haben heute einen Film zu sehen, der uns viele Aspekte dieses jüdischen Lebens zeigt. Unter anderem hat mich sehr beeindruckt eine Tafel, die in dem Film auch zu sehen ist, in der Schule Bullenhuser Damm. Und auf dieser Tafel steht sinngemäß: Hier stehe schweigend, aber wenn du dich abwendest, wenn du zurückgehst ins Leben, dann schweige nicht. Das heißt, die Aufforderung oder die Bitte an uns, über das Schreckliche, was geschehen ist in dieser Zeit, zu reden, zu schreiben und, wie in diesem Fall, Film zu zeigen. Deutschland ist die historische Heimat nicht nur für Deutsche, sondern auch für Juden, die hier viele Jahrhunderte lebten. Uns trennt und vereint die gemeinsame Vergangenheit, mit hellem und schönem, wie auch mit abstoßendem, das bohrenden Schmerz, unermessliches Entsetzen und Schamgefühl hervorruft. Dies bleibt, das kann man nicht verheimlichen, nicht vergessen, eine ewig blutende Wunde, die nicht heilen will.
Die Filmvereinigung Rakurs und das Studio Viliol präsentieren den Film von Jefim Jampolsky und Arkady Kogan, Berührung. Ich wohne in einer deutschen Stadt, aber hier leben auch andere Völker, Türken, Schwarze. In der Menschenmasse erkenne ich immer auch meine Landsleute. Hier ist alles zusammen. Es ist unmöglich zu sagen, wer und woher er gekommen ist. Du hast die gleichen Rechte wie die anderen, unabhängig von deiner Nationalität, deiner Hautfarbe. Du findest immer ein Gebetshaus nach deiner Konfession, eine Moschee, eine Kirche oder eine Synagoge. Die Seele eilt Gott entgegen. Jeder hat den eigenen. Wir beten ihn an und sprechen ein inbrünstiges Gebet. Wir versuchen ihn zu unserem Eigentum zu machen, aber er gehört allen und jedem Einzelnen. Er ist unteilbar. Vielleicht findet er es traurig, die Taten seiner Schöpfung zu beobachten, in der Gegenwart und auch in der Vergangenheit. Ich kenne meine Stadt schon gut. Zwei Stellen erregen meine Aufmerksamkeit besonders. Auf dem ersten Blick unauffällige, gepflegte Grünanlagen vor dem Altbau der Uni. Selten bemerken Passanten den hier aufgestellten großen grauen Stein, einen ungewöhnlichen, wahrlichen Stein des Anstoßes. Bleiben wir da eine Weile stehen. Dies ist die Stelle der jüdischen Deportation
1933 lebten in Hamburg 24.000 Juden. Von hierher begann der Weg von Tausenden und Tausenden Juden, Einwohnern dieser Stadt, die in die von den Nazis geschaffenen Konzentrationslager gebracht wurden. Immer wenn ich an diesem Platz vorbeikomme, bemerke ich das schlichte mosaische Muster auf dem Stein. Das sind die Konturlinien der hier damals stehenden großen Synagoge. Sie war schön und reich. Während der Kristallnacht wurde sie bis auf die Grundmauern zerstört. Irgendwann diente sie zur Verschönerung der Stadt. Heute ist sie in Schutt und Asche gelegt. Die betenden Juden wurden in Todeszüge gesetzt. Mit dem letzten Gebet wandten sie sich an ihren Gott. Bei ihnen war ihr geistiger Lehrer, der weise Rebbe. Unfähig zu helfen, teilte er mit ihnen ihr bitteres Schicksal. Jedes Mal zerreißt es mir das Herz, wenn ich über diesen leeren Platz gehe. Was kann ein Krieg bringen? Schreckliche Ruinen, alles, was von der damaligen schönen Kirche geblieben ist. Diese Steine erinnern daran, welche Folgen der Krieg für die Menschen hat. Daran, was Kriege den Menschen bringen. Man sagt, die Frau des Pastors, der hier Gottesdienste abhielt, sei Jüdin gewesen. Die Nazis forderten, er solle auf sie verzichten. Aber er wollte das nicht tun. Sie wurde ins Konzentrationslager eingeliefert. Er wurde gekündigt, aus dem Tempel rausgejagt. So sah der Hauptplatz der Stadt damals aus. Das Volk folgte gehorsam seinen Führern. Blind glaubte man jedem gesagten Wort. Thank you.
Wahrscheinlich sind die Beichtworte nach all der Zeit, die vergangen ist, nicht leicht abzulegen. Sie erweisen dem die Ehre, der sich dafür entschieden hat. So sah der Hauptplatz der Stadt damals aus. Die Stadt wurde Tag und Nacht bombardiert. Die Engländer nannten ihre Militäraktion Gomorra. In wenigen Tagen kamen Zehntausende Einwohner ums Leben. Unter ihnen der arme Pastor, der um Almosen vor seinem Tempel bat. Heute ist das Leben ganz anders. Überall herrscht das rege Leben einer Großstadt. Aber sie versteckt ihre Vergangenheit nicht. Umgekehrt, sie stellt sie zur Schau. Die Stadt vergisst nicht, was geschah und was man überleben musste. Ich wohne in einer deutschen Stadt und viele andere Völker wohnen hier, Türken und Schwarze. Und wenn es auch erstaunlich ist, dass hier noch viele Juden leben, dass sie sich entschieden haben, hierher zurückzukehren. Die Gedenktafeln an den Hauswänden erzählen von schlimmen Zeiten des Massenmordes und blutiger Pogrome. Die Menschen wurden vernichtet und zerstört, was sie sich geschaffen hatten. Zum Andenken an das Modehaus der Gebrüder Robinson, das sich hier bis November 1938 befand. Damals waren die Juden aktiv in der Stadt. Später war alles verschwunden. Diejenigen, die wieder zurückkommen, spüren Unsicherheit und Angst. Könnte sich irgendwann etwas Ähnliches wiederholen? Der Senat gibt sich viel Mühe, damit sich die Einwanderer sicher fühlen und die jüdische Tätigkeit in der Stadt wieder aufbauen. Aber Zweifel am Erfolg dieser Bemühungen kommen an.
Der dumpfe Schmerz bleibt in unseren Herzen, obwohl es äußerlich alles wohlhabend aussieht. Trotzdem leben die Juden mit dem Gefahrgefühl. Die Zukunft der Kinder erregt ihre Besorgnis. Der Schriftsteller Dostojewski sagte einmal: Die ganze Welt ist der Kindertränen nicht wert. Aber wer hat denn gezählt, wie viele Tränen jüdische Kinder vergossen haben? Es gibt in der Stadt eine Straße, Bullenhuser Damm. Hier war einst die Schule. Da lernten Kinder, in den Pausen lärmten sie und liefen im Schulhof herum. Jetzt befindet sich hier ein Museum, ein trauriges Museum. Die Aufsteller dieses Schulmuseums erzählen nicht über die ehemaligen Schüler, die später bekannt wurden. Sie informieren nicht über Künstler, Dichter, Wissenschaftler, Musiker, Ärzte, Politiker, auf deren Namen die Schule stolz ist. Nicht über Genies, die hier hinter den Schulbänken saßen. Nein, von den Ständen schauen auf uns Gesichter gewöhnlicher Jungen und Mädchen mit einem ungewöhnlichen Schicksal. Wir sehen Fotos jüdischer Kinder, denen die Kindheit und das Leben genommen worden ist. Sie wurden grausam von Faschisten zu Tode gequält. Stellen Sie sich vor, schon ganz am Ende des Krieges wurden diese Kinder aus verschiedenen Ländern hierher gebracht. Ungeheuerliche Experimente wurden an ihnen durchgeführt, um die Unvollkommenheit dieser Rasse zu beweisen und die Wirkung von Medikamenten zu prüfen. Man hat sie mit Bazillen infiziert, hat ihnen Gift in die Venen gespritzt. Dann wurden sie alle im Schulkeller erhängt.
Scharfrichter hatten kein schlechtes Gewissen. Sie haben das wie eine alltägliche Arbeit erledigt. Danach sind sie ruhig nach Hause gegangen, haben zu Abend gegessen, Tee getrunken, mit ihren Kindern gespielt. Das war ein Katastrophenplatz, wie ihn die Welt noch nicht kannte. Die Kinder sind auf Golgatha aufgestiegen, obwohl dies ein feuchter Keller war. Alles geschah am Ende des Krieges. Die Bäume blühten und die Vögel sangen. An dem die Schule umgebenden Zaun sind Schilder mit den Namen der ermordeten Kinder angebracht und derer, die selber sterbend ihre Leiden zu erleichtern versuchten. Hier steh schweigend, aber wenn du dich umdrehst, schweige nicht. Am Abend des 20. April 1945 erhängten die Faschisten 48 Menschen im Schulkeller, 24 sowjetische Gefangene, 2 holländische und 2 französische Teilnehmer des Widerstandskampfes und 20 jüdische Kinder, an denen man Versuche durchgeführt hat. Zu ihrem Andenken ist der Rosengarten angelegt. Der 20. April wird für immer als schwarzer Tag bezeichnet werden. Zum Trauermeeting kommen jedes Jahr Damen und Herren hierher. Gut, dass wir die ermordeten Kinder nicht vergessen, aber leider kann man ihnen das Leben nicht wieder schenken. Wen könnte man denn in dieser schönen Stadt treffen? Es sind hier sehr viele Leute aus Russland, aus der Ukraine. Einige kommen aus Moskau, aus St. Petersburg. Die Leute hoffen, hier ihr Leben neu zu beginnen, sozusagen von Null. Aber so geht das nicht.
Wohin sollen wir mit unserer Vergangenheit? Die bleibt doch immer bei uns. Und wo wir heute auch sind. Dies ist ein Stadtteil, der ziemlich weit vom Zentrum liegt. Lange und grüne Straßen führen zu einem ruhigen Platz. Die Straßen sind nach den Namen derjenigen jüdischen Kinder benannt, die keine Zukunft haben, denen nur die Vergangenheit gehört. Die neuen Generationen kommen hierher aus den benachbarten Schulen, um ihrer zu gedenken. Sie versammeln sich am Denkmal, zünden Kerzen an und singen Lieder. Marek Jen, 6 Jahre aus Radom. Roman Witonski, 7 Jahre alt aus Radom. Gehen am Nachmittag und am Abend bei uns im Christophorushaus im Anna-Susanna-Stieg 10. Wer hat dieses ungewöhnliche Denkmal errichtet? Wer hat wem diesen Auftrag gegeben? Ich kenne nur eine Version und die gebe ich weiter. In St. Petersburg lebte ein bekannter Bildhauer. Seine Werke waren bekannt, sie wurden geschätzt. Eine seiner Skulpturen widmete er den Kindern von Leningrad, die in den schweren Tagen der Blockadestadt von Hunger und Kälte gestorben sind. Ich weiß nicht, aus welchem Grund er beschloss, seine Heimatstadt Petersburg zu verlassen. Er kam nach Deutschland. Jetzt lebt er in unserer Stadt. Als er vom Bullenhuser Damm hörte, kam er natürlich vorbei. Wie auch in Leningrad sind da die Kinder umgekommen und er schwor sich, diesen Kindern ein Denkmal zu setzen, das an die Tragödie erinnern würde. Der Künstler hat seine Idee lange bedacht. Aber er machte sich nicht viele Hoffnungen. Man braucht viel Geld. Woher soll man es nehmen? Er wandte sich an viele Institutionen, ihm zu helfen. Aber seine Bitte wurde überall abgelehnt. Vor Aufregung wurde der Künstler sogar krank. Er wollte seine Idee schon aufgeben, als man ihn anrief. Er hörte eine unbekannte Frauenstimme im Hörer. Ich habe gehört, dass Sie das Geld brauchen. Ich gebe es Ihnen gern.
Im ersten Augenblick glaubte der Künstler nicht, was er hörte. Er dachte, es müsse ein Scherz sein. Und wenn es doch wahr ist, dann kann ich endlich meinen Plan verwirklichen, überlegte er. Wie heißen Sie? Sagen Sie mir bitte Ihren Namen. Und er hörte plötzlich, nein, darum bitten Sie mich nicht. Sie müssen ihn nicht wissen. Aber ich wiederhole, das Geld gebe ich Ihnen, damit Sie das Denkmal errichten, damit man den Bullenhuser Damm nicht vergisst. Das Geld ist allmächtig. Man kann vieles erreichen, wenn man das Geld hat. Zum Beispiel ein Denkmal errichten, wie dieses. Aber man muss auch noch einen passenden Platz suchen. Zum Glück kam ein Pastor zur Hilfe, der eine solche Stelle in der Stadt fand. Viele Menschen kamen zur Enthüllung des Denkmals. Es wurden Reden gehalten. Man solle Lehren aus der Geschichte ziehen und einander entgegenkommen. Der Bildhauer war auch da. Er nahm an der feierlichen Zeremonie teil und freute sich, weil die Leute seine Arbeit lobten. Wie sie die Kinder nicht hatten. Seine Augen suchten in der Menschenmasse die Unbekannte, die ihm in der schwierigen Lage zur Seite stand und ihm bei der Verwirklichung seines Projekts half. Erwartet, dass diese Dame auch da sein würde und sich mit ihm zusammen freuen würde, dass das Projekt gelungen war. Aber vergeblich. Den Namen der merkwürdigen Bekannten kennt der Künstler bis heute nicht. Aus diesem Anlass kursieren verschiedene Gerüchte. Einige meinen, sie müsse wahrscheinlich die Frau oder die Tochter eines Nazis sein und wolle auf diese Art ihr Verbrechen büßen. Wenn es so gewesen wäre, hätte der Künstler das Geld nicht nehmen sollen. Andere glauben, dass sie die Verwandte eines der umgekommenen Kinder sei. Wer da recht hat, ist schwer zu sagen. Und so bleibt das Geheimnis um diese Geschichte. Ich lebe in einer deutschen Stadt und viele andere Völker wohnen hier. Türken und Schwarze. Alle leben in Frieden und in vollkommenem Einverständnis. Aber wie kann man zu Freunden werden? Wie kann man die gegenseitige Entfremdung der Deutschen und der Juden überwinden, nachdem es hier alles geschehen war? Das ist die Frage, auf die es bis jetzt noch keine Antwort gibt.